Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und herzlich willkommen in 2019. Und gleich zum Anfang des Jahres haben wir für euch ein wunderbares Päckchen geschnürt. Erstens gucken wir den AIDA-Stars zu, wie sie ABBA auf die Bühne bringen. Zweitens habe ich für euch Köstlichkeiten aus Jordanien. Und drittens Neues von AIDA Nova. Und was das Besondere an unserer neuen ABBA-Show ist, das erzählt euch am besten das Ensemble selbst. Viel Spaß! So the new ABBA show that we have here on AIDA Luna is very special. It's got a lot of different things. It's not quite what you would expect with a normal ABBA for people. It's got lots of dancing and singing and lots of things happening in it. Many surprises throughout the show. So it's a really special and different version of the ABBA show that we've had before. So in the new ABBA show, we have a total of 4 singers. There are 6 dancers. So when we're in Hamburg, it's obviously very different rehearsing because we don't have a moving stage. We don't do it in costume or anything. So our first few weeks on board are normally getting really used to the shows and used to the stage movements, used to working with our costumes. All of our entrances and exits off the stage we need to get used to, and all of the timings. Especially with the LED walls, they move a lot and they move quite quickly sometimes, so you need to get out of their way. We rehearse the show back in Hamburg. We tend to have around 2 months for rehearsal periods where we learn all the shows that we perform on board. We tend to have our singers sing in rehearsals either in the morning and afternoon, and then we'll switch and have choreography rehearsals as well. And then by the end of the week, you tend to put everything together. So we do that for 2 months and then we bring everything that we've learned on board and show it to you guys. Performing on stage is when you get to kind of be someone else for a few hours, so it's really good fun. And I think music can evoke so many different emotions in people, and it's something so special that brings everyone together, even different languages, different cultures on board. There are some songs that everyone knows the words to, and everyone can sing along with, and it's just a nice community feeling. For me, I just feel like performing on stage gives you such a buzz, such a rush that I don't personally feel with anything else. And I just love being able to entertain people and see them enjoying themselves. And I feel like if you can make someone feel happy, even for a brief moment in this life, that's a good thing. I think it's one of the best feelings in the world when you can look out into the audience and you see somebody's face and they absolutely love the song that you're singing or the performance that you're giving, and it's giving them so much joy, because I think that theatre is an escape, you know, where you can leave all your troubles for an hour, 2 hours, however long, and you can forget about the world outside and just enjoy yourself and be entertained, whether it be a rock show, an ABBA show, whatever it is. I think it's great. Ich habe ja neulich mit der Kategorie Köstlichkeiten aus aller Welt angefangen und meine Kollegin Dana setzt die Reihe jetzt fort. Sie war in Jordanien. Guckt euch mal die Teller an. Wir haben jetzt hier im Restaurant Platz genommen und wir haben typisch jordanische Gerichte bestellt. Mansaf und Sayadia. Wir sind natürlich gespannt, was es gibt und haben schon großen Hunger. Das ging schnell, die Vorspeise ist schon gekommen. Denn typisch in Jordanien ist, wenn man nur ein Hauptgericht bestellt, bekommt man als Gruß aus der Küche eine Vorspeise. Würzig und ein bisschen scharf. Limonenlimonade mit Minzblättern, sehr typisch für Jordanien und extrem lecker. Unser Essen ist da und es sieht sehr lecker aus. Mansaf ist typischer Reis mit Mandeln darüber und Ziegenfleisch, und es wird nur zu besonderen Anlässen serviert. Ich finde, heute ist ein besonderer Anlass. Und dann haben wir noch Sayadia bekommen.
typischer Fisch mit Limonensoße und Knoblauch. Zum Tee gibt es typisch jordanische Süßigkeiten, Baklava in verschiedensten Formen. Also ich muss sagen, das jordanische Essen war wirklich sehr, sehr schmackhaft. Und jetzt zum Nachtisch gibt es typisch arabischen Tee. Prost. Und jetzt habe ich gleich noch eine Überraschung für euch. Unsere AIDA Soap geht in die zweite Runde. Unter dem Titel The Stars begleiten wir drei Kollegen aus dem Ensemble auf ihrem Weg an Bord und was sie an Bord so tun. Guck mal. Neulich war ich ja auf AIDA Nova für euch und habe tolle Bilder mitgebracht. Und viele von euch haben dann gesagt, wir wollen mehr sehen. Und das machen wir doch gerne. Bitte schön. Liebe Freunde, großartig, die Street Food Corner auf AIDA Nova. Hier gibt es Döner vom Allerfeinsten, und zwar Chicken oder auch mit Rind. Ein Stückchen weiter da drüben gibt es Brot und Stulle und ein bisschen weiter die Currywurst. Und jetzt, ich kann nicht anders, ich muss einen davon essen. Ah, Dankeschön. Großartig. Ich liebe meinen Job. Super. Als Seefahrer und als Fischfreund finde ich besonders toll, dass wir hier auf AIDA Nova ein Fischrestaurant haben. Und hinter mir, beziehungsweise über mir, steht der Kollege, der dieses Restaurant kennt wie kein anderer. Ja, hallo, ich bin der Steffen und bin hier der Koch. Und du kochst den leckeren Fisch? Nein, den koche ich natürlich nicht, die machen meine Jungs. Ja, was gibt's denn hier, was ist denn die Spezialität, die wir am ersten Tag hier probieren werden? Das ist natürlich der klassische Pannfisch. Der Pannfisch, der Hamburger Pannfisch? Hamburger. Hamburger Pannfisch, ich freue mich so unglaublich drauf. Jetzt bin ich in der Art Bar. Eigentlich ist es die Art Galerie, die da hinten in eine Bar übergeht. Und was man hier so hat, ich gehe da mal so drüber, ist nicht nur eine schöne Spielerei, sondern zeigt auch die Vielfalt der Bilder, die wir haben. Da drüben zum Beispiel hängen sie überall. Und da auch. Und wenn ihr mal mitkommen wollt, und da ist die Art Bar ein wunderbarer, gemütlicher Bereich, wo man einfach ein bisschen chillen kann, sich ein bisschen die Bilder angucken kann und den leckeren Kaffee genießen kann. Viel Spaß wünsche ich euch, wenn ihr hier seid. Und 2019 ist auch bei uns das Jahr der Innovation. Wir haben ganz viele neue Reiseziele für euch, zum Beispiel die Mira, die fährt um Südafrika. Wir haben Gastkünstler an Bord, wir haben Themenreisen. Ach, bevor ich das hier alles erzähle, geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Da erfahrt ihr mehr. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes zur griechischen Insel Korfu. Danach bringt uns die Route nach Bari. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Wir alle hier freuen uns riesig auf tolle Momente mit euch an Bord unserer Flotte. Und jetzt kommen sie, die Bilder der Woche. Bis zum nächsten Mal. Like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Just hold.
for tonight. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight.